In diesem Videofilm präsentiere ich Ihnen Paint Caps. Das sind Objektivdeckel mit verschiedenen Aufdrucken. Ne? Die sehen dann so aus, kann man lustige Sachen mitmachen. Und ja, die gucken wir uns einfach jetzt mal an. Das ist so eins meiner Lieblingsmotive hier von den ganzen Objektivdeckeln. Und den werde ich mal einfach jetzt ganz kurz ein bisschen in der Nahaufnahme zeigen, damit Sie halt eben auch sehen können, dass wir es hier jetzt nicht nur mit einfachen bedruckten Objektivdeckeln zu tun haben. Es handelt sich hier um eine Kunstharzbeschichtung, die also zum einen halt eben UV-beständig ist und damit halt eben auch besonders langlebig ist und beständig ist. Das heißt, hier kann man also auch rüberrutschen und rüberrubbeln irgendwie und rüberkratzen. Wie Sie auch hören, hören Sie nichts. Es ist halt eben einfach hier oben dadurch gesichert. Da muss man also keine Angst haben, dass so nach einem Jahr oder nach zwei Jahren hier oben einfach dann anfängt, die bedruckte Seite einfach so abzublättern, ne? Wie das halt eben ja so ist, wenn man auf Kunststoff druckt, dann hat man halt im Prinzip mal das Problem, dass sich das dann irgendwann einfach löst. Das ist halt eben hier mit dieser Kunststoffbeschichtung, ist also eine weiche Beschichtung, damit hat man das halt eben dann im Prinzip dann umgangen. Wenn man so möchte, ist halt eben die Bemalung, die sich hier auf diesem Paintcap befindet, dadurch halt eben dann einfach geschützt. So, der sieht ja nicht sehr fröhlich aus, aber egal, wie gesagt, ich finde ihn extrem lustig. Ich halte es mal so ein bisschen im Licht, damit Sie auch sehen können, wie gleichmäßig hier diese Kunstharzbeschichtung dann auch aufgetragen ist. Die Paintcaps haben wir hier in unzähligen vielen Variationen, wie man die sehen kann, mit ganz vielen verschiedenen Motiven. Das sind übrigens noch nicht mal alle, das sind also die, die ich hier gerade auf den Tisch drauflegen konnte. Wir haben noch mehr als das, was Sie hier im Bild sehen, in, wie gesagt, fast allen Filtergrößen auch. Das ist jetzt hier 58 für Demonstrationszwecke. Ich werde es noch gleich mal kurz am Objektiv zeigen. Und ja, diese Paintcaps sind im Endeffekt halt eben, wie gesagt, Objektivdeckel mit einer persönlichen Note. Da kann man halt eben erstmal wunderbar seinen ganzen Objektivpark, wenn man den halt eben irgendwo eingepackt hat, gut erkennen, damit man direkt weiß, das habe ich jetzt immer hier zum Beispiel halt eben auf dem 58mm Zoom-Kit-Objektiv drauf, 18-55mm oder halt eben auch einfach, jetzt halt eben einfach eine andere Brennweite mit einem anderen Objektivdeckel versehen, dann kann man halt eben die Sachen auch direkt finden. Aber bevor ich jetzt großartig was rumerzähle, es sind im Endeffekt natürlich halt eben in Anführungszeichen nur Objektivdeckel, die halt eben einfach noch so eine gewisse persönliche Note damit reingeben. Ich finde es halt eben auch ganz witzig, wenn man dann irgendwie dann eine Kamera hat vorne, wo halt eben das Erste, was man halt eben sieht, dann auch einfach so als Betrachter dann irgendwie die schwarze 8 hier entgegenguckt, ne? Oder halt einfach die Smileys da unten halt eben auch. Ein weiterer Vorteil der Paintcaps, den habe ich also für Sie getestet, der wird auch gar nicht vom Hersteller explizit erwähnt, das habe ich auch selber herausgefunden, ist halt eben der, dass man die Paintcaps am Körper, wenn man sie also eben nicht an der Kamera braucht, einfach befestigen kann. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich Ihnen jetzt. In der Regel ist es ja so, Sie sehen irgendwo ein Motiv und ein Foto machen, ne? Kamera hoch, oh, Objektivdeckel ist drauf, ja, Objektivdeckel abnehmen und dann muss man den dann erstmal irgendwie in der Hand halten. In der Regel ist das so, wenn man etwas fotografieren möchte, dass es halt eben relativ schnell gehen muss. Das heißt, die haben das Ding immer in der Hand und das ist halt eben vom Handling dann nicht so angenehm. Wenn Sie viel Zeit haben, können Sie natürlich gucken, dass Sie den Objektivdeckel in die Hosentasche machen oder halt eben in dann die Fototasche oder in den Fotorucksack mit dem Problem, dass Sie nicht mehr ganz genau wissen, welche Hosentasche war das jetzt, vorne, hinten, rechts, links, habe ich die Hose überhaupt noch an? Ne? Oder halt eben auch dann zum Beispiel im Fotorucksack, mein Gott, wo war das jetzt irgendwie? Mit dem Paintcap, wie gesagt, da haben Sie das Problem nicht. Da können Sie halt eben einfach Folgendes tun. Ich habe das, wie gesagt, getestet für Sie. Sie haben ein Objekt gefunden, was Sie jetzt fotografieren möchten. Das muss schnell gehen, ne? Kamera hoch, erstmal durchgucken, ah, Objektivdeckel. Abmachen, dann einfach oben am Körper an der Stirn befestigen, einfach dran pappen, Kamera hoch, Foto machen, nach dem Foto einfach wieder hier den Deckel abnehmen und auf die Kamera oben anbringen. Der Vorteil an der Methode ist auch, dass Sie halt eben mit dieser Methode, indem Sie es halt eben am Körper befestigen, einfach auch direkt sehen und wissen, ah stimmt, was ist das da oben, das war der Objektivdeckel. Also wie gesagt, ganz tolle Sache, habe ich also eigenständig für Sie herausgefunden. Die Paintcaps bieten wir also in verschiedenen Größen an. Einfach im Shop mal hier bei uns nach Paintcaps Motiv Objektivdeckel suchen und dann bekommen Sie also alle Motive und die vorhandenen Größen einfach angezeigt. Was Sie jetzt hier auf dem Tisch sehen, der Hinweis wie auch am Anfang des Films, das sind also beileibe nicht alle Motive. Das sind halt eben jetzt nur hier die, die gerade auf den Tisch so drauf passen, die ich Ihnen zeigen kann. Die Paintcaps sind also Motivobjektivdeckel, die man halt eben einfach so verschenken kann oder für sich selber halt eben anschaffen möchte, weil sie halt eben einfach fröhlich und lustig aussehen. Und es ist definitiv auf jeden Fall auch eine prima Geschenkidee für Bekannte und Freunde, die man halt eben im Freundeskreis hat, die Fotografen sind. Wir wissen ja, Fotografen sind alle etwas gewöhnungsbedürftige Menschen manchmal und die freuen sich auf jeden Fall immer über einen Objektivdeckel und wenn er auch so lustig aussieht, dann definitiv bestimmt noch mehr.